Und dann kam noch die Anmerkung, ne, wenn ich mit meinen Hunden rausgehe, sind sie gechillt. Wenn mein Mann mit den Hunden rausgeht, rasten sie aus. Nun, woran könnte das liegen? Das liegt in erster Linie mal daran, dass 90% unserer Kunden Frauen sind. Und das bedeutet, dass sich Frauen in der Regel mit dem Thema Hundeerziehung etwas mehr beschäftigen als die Männer. Männer haben aber natürlich auch Vorteile. Die haben in der Regel noch einen sehr guten Instinkt, ja, wo wir Frauen dann aufgrund unseres vielen Wissens erstmal da oben die Möglichkeiten, die möglichen Antworten, die uns unser Wissen so liefert, durchrattern, reagieren die einfach. Aber dieses von dir Beschriebene, ne? Du sagst, wenn die Hunde mit meinem Mann rausgehen, pushen sie sich hoch. Ich glaube nicht, dass die Ursache dafür in dieser Situation, nämlich Verlassen des Hauses, liegt, sondern es liegt einfach daran, wie dein lieber Gatte auch sonst mit den Hunden umgeht. Und viele Männer haben es wahnsinnig gern, wenn die Hunde mal so richtig die Sau rauslassen, ja, die Hunde mal so richtig hoch zu pushen, so Kampfspiele zu machen, ja, das finden viele Männer ganz toll. Und natürlich verbinden die Hunde das mit der Person, ja. Und Gott weiß, was passiert, wenn der mit denen alleine spazieren geht, ja. Ich nehme an, dass auch da relativ viel Action stattfindet und die Hunde in Erwartung dieser Action dann anfangen zu bellen. So. An alle Damen, liebe Zuschauer, es macht überhaupt gar keinen Sinn, euren Mann davon zu überzeugen, was wir hier machen. Und es macht auch keinen Sinn, sie an den Sessel zu fesseln, damit sie die DVD gucken. Ich sag immer, das ist die schlechte Nachricht an die Damen. Die Ausrede, mein Mann macht nicht mit, die zählt leider nicht, weil Hunde sind wie kleine Kinder. Die wissen ganz genau, bei Mama das, bei Papa das, bei Tante das und bei Onkel das. Ja? Das heißt, die Hunde wissen ganz genau, mit wem sie unterwegs sind und werden sich entsprechend verhalten. Die einzige Lösung dieser Schwierigkeit ist, dass wir einfach konsequent nicht versuchen, irgendjemanden von irgendwas zu überzeugen oder zu überreden, dass das besser für die Hunde ist, sondern dass der andere einfach durch Beobachtung lernt und irgendwann zu dir kommt und fragt, Schatz, wie hast du das denn gemacht? Und dann könnt ihr die Nummer mit dem Sessel fesseln und gucken und so könnt ihr machen, aber überzeugt nicht Leute von etwas, was einfach nicht in ihnen drin ist. Ja? Und wenn dein Mann das in Ordnung findet, dann ist das Wichtige für dich, dass du dich darüber nicht aufregst, weil das kriegen deine Hunde natürlich auch schon wieder mit und dass sie ihn einfach machen lässt.